Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen wieder eine Runde Ultimate Team und es ist Samstag, es ist noch nicht Sonntag. Ich bin doch jetzt schon eher zu Hause als gedacht und deswegen können wir noch ein paar Spiele am Samstag machen, was sehr schön ist. Das heißt nämlich, wir müssen keine 20 Spiele am Sonntag machen. Und ich bin jetzt auch fitter und wacher als am Freitag. Das heißt, ich werde hoffentlich besser spielen, bin hoffentlich schneller im Kopf und konzentrierter. Und vielleicht offenbart jetzt Mertens seine Krassigkeit, dass er jetzt quasi mir sagt, okay, ich bin geil. Ich meine, er hat zwei Tore gemacht. Eins davon war auch relativ schwierig. Wir schauen mal nochmal nach, was Icardi für einen Scorerwert hat. Ja, Spiele zieht jetzt nicht erst ab. Das können wir ein bisschen berücksichtigen, dass es ein bisschen besser sein wird. So, er hat 42 plus 23, 65 Scorepunkte durch 59. Das heißt, er macht pro Spiel 1,1. Wie gesagt, ein paar Spiele muss man vielleicht abziehen. Reichlicher 1,1 Scorepunkt. Wenn also Mertens es schafft, doch den ein oder anderen Scorerpunkt mehr zu erzeugen pro Spiel, dann werden wir ihn behalten. Das Ding ist halt, Mertens wird auf jeden Fall im Laufe der Zeit auch noch sinken und dann keine 110.000 mehr wert sein. Deswegen sollte er schon den ein oder anderen Scorerwert, also Scorerpunkt mehr erzeugen. Das ist ein relativ durchschnittliches Team, aber auch hier Mertens im Sturm und der andere Stürmer, der 83er, ist glaube ich auch schnell und Gomez als ZOM, der ist auch schnell. Also geht auch eher auf Pace. So, konzentrieren wir uns, versuchen gut zu spielen und ich bin echt gespannt, wie sich Mertens schlagen wird. Oh, das hat ein bisschen lange gedauert bei Khedira, schade. Oh, fast getunnelt. Schön gemacht mit Koulibaly, aber gut, ich glaube, beide Stürmer von ihm haben keinen krassen Körper. Gomez hat auch keinen krassen Körper. Das haben wir auch wieder ganz gut gemacht. Nichts anbrennen lassen. Tja, da haben wir deutlich zu langsam reagiert. Oh, wir haben uns gut hingestellt mit Klira. Schade, das ist eigentlich ein Foul meiner Meinung nach, aber das zeigt halt den schlechten Körper von Mertens. Och, genau das wollte ich eigentlich abdecken. Ja, das war merkwürdig, war ein bisschen Glück, würde ich sagen. Ich werde aber nicht mehr ganz so viel reden und mich jetzt mehr konzentrieren. Das ist auch Koulibaly, ich habe gar nicht auf seine Abwehr weiter geachtet. Schade. Philippe Andersson über 90 Distanzschuss und Schusskraft oder genau 90, eins von beiden. Also mindestens 90, sagen wir mal so. Schön gemacht von Khedira. So, Stellungsfehler. Abgefälscht, oder? Ja. Und, oh, das war glaube ich ein CBU-Kopfball von Brozovic. Ich glaube, den hätte er durchlassen sollen für Koulibaly, der deutlich besser positioniert war. Mal kurz. Na, ich dachte, ich hätte gerade einen Anruf gekriegt, aber ich glaube doch nicht. Deswegen hatte ich auf Pause gedrückt, weil ich wissen wollte, wer das ist.
Ich gucke dann trotzdem mal aufs Handy, sobald der Angriff vorbei ist, also sobald wir die Pause bekommen. Wiederstellungsfehler. Ich meine, aber leider der Laufpass zu weit. Von Gulam. Haben wir uns eigentlich gut in den Weg gestellt. Da haben wir den Ball wieder gehabt. Und dann macht er das Lackertor. Herzlichen Glückwunsch. Ja, da sind halt einfach meine Spieler wieder teilweise übereinander drüber gefallen. Und naja, was soll's. Ist egal. Ich denke, wir spielen ganz gut. Hier ist auf jeden Fall was drin. Wir können das Spiel drehen. Es war einfach nur ein Lackertor. Ich habe es, denke ich, gut verteidigt. Ich war zweimal am Ball dran. Und das eine Mal stolpern dann auch meine Spieler über sich selbst drüber. Von daher, Gegner hat schon einige Fehler im Stellungsspiel gehabt nach vorne. Oh, das haben wir schlecht gemacht. Und vor allem richtig schlecht, dass wir jetzt hier 1 gegen 3 fast haben. Pass kam zu spät, leider. Spielt nur sinnlose Doppelpässe, ey. Die halt eigentlich in der Situation ganz einfach zu verteidigen sind. Trotzdem hat er es geschafft, das eine Mal diesen Treffer zu erzielen. Schade, war ganz gut gespielt. Wir waren wieder dran, 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 wir waren wieder dran. Okay, müssen wir halt ein 2-0 aufholen. Ach so, hatten wir uns eigentlich gute Torschancen rausgespielt? Nee, ne, deswegen wäre ich dann auch, da jetzt sowieso gleich Halbzeit ist, wäre ich dann aufs 4-1-2-1 zu wechseln. Einfach entgegengehen, Kedira. Das ist echt zum Kotzen, dass er zwei solche Lackertore schießt. Ah, egal. Okay, 4-1-2-1-2. Sturm Brozovic, dann nehmen wir Felipe Anderson rein. Stellungsfehler, das wäre jetzt mein Fehler gewesen. Wenn er da durchgekommen wäre, haben wir Glück, dass das nicht geklappt hat. Warum ist denn Benatia im Sturm? Was ist denn hier los? Klar, dass sein Schluss scheiße war.
Weiß ich nicht, ob er da wirklich schießen wollte, merke ich für dich. Also das ist mehr als verdient, weil alleine schon dieses Ding von Gulam, was da an die ans Alu geht, das war aber mal mega geil. Schön durchgetribbelt, sprintet quasi und dann setzt er ihn leider nur ans Alu und dann, ja, Brozovic, schöner Schuss. So, 1-2. Jetzt geht auch auf ausgeglichen, weil wir hier nicht ganz so defensiv stehen. Schon wieder Glück gehabt. Schon wieder Glück gehabt. Alter, was für ein Lacker, ey, das ist unglaublich. Oh, muss denn das direkt wieder so losgehen? So unverdient, dann hast du einen scheiß abgeprallter Treffer. Alle drei Tore von ihm waren einfach nur gelackt. Nächster Alu-Treffer. Wäre natürlich auch wieder verdient hier das 3-2. Okay, das war nicht so gut. Nice, wieder Glück. Solche Tore muss Mertens halt mal machen, wenn er mich überzeugen will davon, dass er geil ist. Aber es läuft auf jeden Fall nach vorne jetzt schon deutlich besser mit der Formation. Schwacher Pass. Schön gemacht mit Torreira. Ist der Gegner gut verteidigt. Mann, es wäre so verdient, also falls der Gegner gewinnt und dir nicht noch irgendwie krasser Scheiß passiert, dann ist es auf jeden Fall ein unverdienter Sieg, ey. Unglaublich. Ich meine, wie gesagt, alle drei Tore waren einfach nur Lackertore. Das war die erste gute rausgespielte Chance und die war noch abseits. Brauchen wir noch zwei Tore, es wird schwer. Nicht unmöglich, aber schwer. Ich denke, das Ding ist durch, werden wir nicht mehr schaffen. Weil wenn wir jetzt einen Tor schießen, das dauert ja auch noch. Oh, toll gemacht. War natürlich auch super schwer auf jeden Fall.
den anständig rauszuspielen. Okay, das war lucky. Wenn wir jetzt zum Beispiel in dem Angriff ein Tor schießen, dann geht es vielleicht in der 85. Minute weiter. Da ist es schon, da haben wir schon viel Glück. Und dann geht der Gegner einfach auf Zeit und das Ding ist durch. Deswegen, ich glaube nicht, dass ich das nochmal eine Chance habe. Aber ich gebe natürlich nicht auf. Und wie gesagt, natürlich absolut unverdient, aber egal, ist nicht so schlimm. Es wird auf jeden Fall keine grandiose Weekend League. Es wird dann eigentlich auch keine, wo ich Elite 3 schaffen kann, weil dafür habe ich jetzt schon. Das ist dann die vierte Niederlage schon, das ist dann schon zu viel. Und da darf man halt auch nicht das Pech haben und solche Spiele dann abgeben, die. Wo der Gegner halt einfach nicht der bessere Spieler ist. Das sollte der Ball natürlich nicht hin. Was? Das ist doch kein Rot! Oh, er geht wirklich rot. Wie dumm ist das denn? Es war niemals rot. Ich meine, klar, es war eine Frustgrätsche, das war trotzdem kein Rot. Ärgerlich, schade, aber kann man nichts machen. Mach halt einfach total unglücklich, wie es für uns gelaufen ist, würde ich sagen. Vorlagen, Kedira. Nein, alleine die Alu-Treffer. Egal, auf zum nächsten Spiel. Ich guck nochmal aufs Handy, aber. Ne. Kein Anruf. Ich werde natürlich versuchen, heute noch 10 Spiele zu schaffen, wobei es doch schon relativ spät ist, aber mal schauen. Ich werde nach dem Spiel aber erstmal was essen. Also nach der Aufnahme. So, Mertens haben wir hier, sehr gut. Okay, hoffen wir mal, dass jetzt der Gegner, wenn er genauso gut ist wie der jetzige, nicht so viel Glück hat. Okay, ist eigentlich egal, wie gut der Gegner ist. Ja, okay, sollte gehen. So oder so hoffe ich halt einfach mal, dass er nicht so viel Glück hat. Auch hier wieder sehr schneller Sturm, Son, Martial und... Na, Mané. Hawk Hunter, nur Martial hat Sniper, wahrscheinlich ist er ihm schnell genug. So, konzentrieren wir uns und gewinnen das Spiel mal verdient. Generell ist mal eine schöne Serie hinlegen. Aber dafür müssen wir erstmal ein Spiel gewinnen, um eine Serie hinlegen zu können. Und Mertens, also mein erster Eindruck ist, der passt nicht zu mir. Also. Würde ich sagen, jetzt vom Gefühl her, die ersten drei Spiele ist jetzt noch nicht wirklich sicher, aber vom Gefühl her würde ich sagen, der passt nicht zu mir. Braucht wahrscheinlich schon einen, der ein bisschen mehr Körper mitbringt. Scheiße, das war dumm. Oder sagen wir mal so, es war relativ glücklich, dass der Gegner ist da. Schafft mir so den Ball abzunehmen, meiner Meinung nach. Oh, der hat Ribéry noch einen Meter weiter und der Ribéry hätte ihn überholt. Schade. Schön getribbelt mit Arangis, ist er dann glaube ich auch ein bisschen panisch geworden und zu aggressiv drauf. Hab ich in dem Moment irgendwie nicht getraut flach zu schießen, ich weiß nicht, deswegen habe ich normal geschossen. Wo wir eigentlich nah genug am Tor dran waren und da der Flachschuss wahrscheinlich besser ist, aber es hat auch so gepasst. Und ich denke, es war schön rausgespielt. Und vor allem halt auch dann nochmal ein schönes kleines Dribbling mit Arangis. Boah, mir ist voll kalt, weil es hier in dem Zimmer so kalt ist, aber ich bin heute schon aufgedreht. Auch keinen Bock was Dickeres anzuziehen. Was? Boah, ich war mir sicher, dass wir den Ball bekommen.
Ganz in Ruhe. Wir lassen uns nicht auf seine. Ich renne aggro auf den Ball. Spiele drauf. Dem wollte ich nicht passen, wollte auf Werner passen, Alter. War da mittlerweile eben abseits, von daher egal. Schön gemacht von Schmelzer, hat sich gut hingestellt. Was in FIFA 18 jetzt nicht unbedingt automatisch normal ist, dass die ein anständiges Stellungsspiel mitbringen. Und Schmelzer ist ja auch nur ein, weiß gar nicht, ein 80er? Ist jetzt nicht der allerbeste Außenverteidiger. Wird echt Zeit, dass ich mir Alaba leisten kann. Okay, da habe ich zu lange auf den Spieler geschaut, den ich in den Lauf geschickt habe, auf Ribéry. Deswegen konnte er mich dann einholen. Hätte man vielleicht nochmal auf den rechten Fuß legen können, also nochmal die andere Ecke ziehen und dann in bessere Schusssituationen kommen, aber. Och, geil, das war ein Spieler von mir übrigens, der den Ball so rausgespitzelt hat. Aber Ginter, ja, rennt ihn halt einfach wieder ab. Sehr geil. Ich glaube, das sind abgelaufene Triplings im Übrigen. Ist aber ein bisschen sehr aggro. Schwacher Schuss, aber vorher wieder schön gedribbelt. Und das haben wir eigentlich auch gut gemacht, aber Gegner hat Glück. Gegner hat schon wieder Glück. Er macht ja einige Fehlpässe nach vorne, aber ist auch schon gefährlich vors Tor gekommen. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass hier nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich meine, steht auch erst 1-0. Okay, jetzt haben wir mal Pech, Glück, wie auch immer. Da haben wir wieder Pech. Da macht der Gegner wieder einen schlechten Pass, dann hat man kein Glück. Ein bisschen weit. Endlich mal ein Stellungsfehler. Meine Fresse, hat das lange gedauert. Und dann spiele ich leider Schmelzer so beschissen an, als er noch im Lauf ist. Das war nicht schlau. Och, danke, 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 danke. Sehr gut gemacht. Dann hat sich anscheinend auch noch der Gegner verletzt. Ich wollte nicht auf Origi passen, ich wollte nicht auf Origi passen. Mann. Das war eine richtig geile Grätsche. Jetzt wird es aber hier ein bisschen eklig. Kommen wir auf jeden Fall irgendwie viel schlechter durch, weiß auch nicht. Vielleicht muss ich mal ein bisschen mit einem schnellen alleine rennen, wie Origi oder so. Ja, das hat einfach viel zu lange gedauert von Kimmich. Alter, das hätte das 2-0 sein müssen. Aber leider war er flach geschossen und ja, wäre vielleicht diesmal sogar hoch besser gewesen. Oh, den muss er doch durchlassen, den Angriff. Mann! Das ist auf den Sack geht. Also das ist echt nicht gut gelöst, finde ich, dieses Mal. Dass da ständig irgendwelche ja, Situation, wo man direkt im Angriff ist, egal ob es bei mir oder beim Gegner,
dann quasi abgepfiffen werden zur Halbzeit oder zum Endpfiff. Teilweise Pass in den Strafraum rein oder so. Fällt mir ein, ich habe komplett vergessen, im letzten Spiel zu wechseln. Da war ich einfach auch schon wieder so konzentriert. Oh, das hat er sehr, sehr gut antizipiert. Wenn ich da weiter gerannt wäre, hätte ich noch ein Problem gehabt, aber in der Situation genau richtig antizipiert. Müssen wir noch ein zweites Tor machen. Ich denke mal, ein zweites Tor machen, dann sind wir relativ safe in dem Spiel. Das war ein richtig beschissener Ballverlust. Aber der Gegner kommt zurzeit nicht zu Abschlüssen, weil er immer wieder Fehler im Angriff hat. Schade. Hätten wir vielleicht sogar noch mal zu Werner rübergeben können. Boah, das war eigentlich ein guter Kopfball. Schade, zu unplatziert, wie es aussieht. Schön gemacht mit Tolisso. Och, nicht mal ein Foul, fuck. Wieder so ein krasser Fehlpass. Wir müssen noch ein Tor schießen, verdammt. Na also, da ist das Tor, sehr gut. Arangis 2-0, absolut verdient. Gegner sieht überhaupt gar keinen Stich, kommt überhaupt nicht zum Abschluss oder so. Am Anfang war er mal ein, zwei Mal gefährlich vorm Tor im Strafraum, aber das Ding ist durch, würde ich sagen. Klar, 2-0, eigentlich ein FIFA 18 noch lange nicht durch, aber so wie er bisher gespielt hat, würde ich behaupten, wenn er jetzt nicht komplett sein Spielstil ändert und viel, viel besser wird, oder halt totales Glück hat. Jetzt zum Beispiel. Ja, das war jetzt zum Beispiel ganz klassisches Glück. Der hätte halt nie wieder an den Ball rankommen dürfen. Hat er natürlich schon lange gedrückt, also. Naja, kann man nichts machen. Jetzt ist es leider wieder nur dieses eine Tor. Nicht verdient, aber kann man nichts machen. FIFA 18 Style halt. Hier hatte ich den Ball und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was war. Tolisso, glaube ich. Wieso er sich dann wieder zum Gegner dreht und den Ball wieder zum Gegner schiebt, also komplett dumm. Ich hatte natürlich direkt auf Passen nach vorn gedrückt gehabt, hat nichts gebracht. Und ich krieg natürlich den Alu-Treffer wieder. Das haben wir ja in letzter Zeit häufiger mal. Wir hatten eine Zeit, wo ich echt häufiger Alu rein hatte statt Alu raus, aber naja. Schöner Schuss von Tolisso und leider wird es keine Ecke. Boah, riskanter Pass. Riskanter Pass. Wieder ein schwacher Pass. Schade. Darf eigentlich auch nicht durchkommen, der Pass. Boah, ey, das hätte mich aufgeregt, wenn er wieder so ein Lackertor geschossen hätte. Schmelzer hat den Ball, ich drücke auf Passen und er macht dann so einen komischen halben Meter Pass nach vorn, statt einfach einen normalen Pass zum Tor dazu zu spielen. Sehr krass. Erster Abschlag im Spiel für uns.
Schade. Ja, mal wechseln, ist mir einfach zu blöd, das Spiel. Und zu knapp. Ja, und repariert auch keine Ausdauer mehr. Schade. Hat er sich gut hingestellt. Da haben wir uns gut hingestellt. Ich glaube, jetzt wechsle ich doch nicht mehr. Das lohnt sich nicht mehr, weil ich jetzt einfach auf Zeitspiel gehe. Oh, auf den wollte ich gar nicht passen. Oh. Oh. Mann, das Tor hätte man ruhig noch machen können, aber irgendwie waren sie dann alle komplett im Arsch und die Pause kam auch nicht mehr zum Wechseln, von daher egal. Naja, wir haben gewonnen. Pff, ziemlich knapp. Hätte mich über ein klareres Ergebnis natürlich gefreut, aber was soll's. So, zwei Tore Arangis und ich glaube, die Vorlagen kamen beide von Werner. Ja. Was ja okay ist. So, ich mache eine Pause, werde was essen und dann versuchen, weitere Spiele aufzunehmen. Also, mein Plan ist eigentlich schon noch 8 zu machen. Es ist jetzt zwar schon etwas später, aber ich denke, ich werde mich morgen freuen, wenn ich morgen nur noch 10 übrig habe. Aber erstmal schauen, wie sich es weiterentwickelt. In diesem Sinne, bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.